Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich mal was ganz Interessantes für die Motovlogger. Bis jetzt war das ja meine Lösung. Boya BYK4, dann einen SC3 Adapter von Rode und dann das SmartLav Plus. Das hat jetzt wahrscheinlich ein Ende, weil das hier passiert ist. Also ich blende euch meinen Bildschirm gleich ein. Das hier ist passiert. Osmo Action 3 und 4 Audioadapter. Also laut DJI Forum. Also die haben das im DJI Forum zumindest so angepriesen. Aber das glaube ich nicht, dass die Funktion genau gleich ist. Also es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Adapter. Nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Ich habe mir das so hier gewünscht. Mit einem Kabel dran und flacher. Aber das haben wir so nicht bekommen. Wir haben stattdessen das hier bekommen, was nehme ich an, auch eine gute Lösung ist. Hier sind zwei Eingänge, also einmal ein Mikrofoneingang und einmal ein USB-C-Eingang. Es gibt diesen Clip-Mechanismus, den ich mir auch hier gewünscht habe. Also ich habe das hier anders gezeichnet. Das ist eigentlich hier. Dieser Teil hier vorne ist vom Instamic gestohlen und ein bisschen angepasst hier. Aber ich finde gut, dass DJI das ja, realisieren konnte. Also zumindest dieser. Also man kann das Ganze einklippen. Ich nehme an, man klippt es gerade ein und dann hält das Ganze da drin. Müsste auch bei der Osmo Action 3 funktionieren, dieser Teil. Dieser Teil hier gefällt mir sehr gut. Das dichtet wahrscheinlich auch halbwegs ab. Ob es ganz wasserdicht ist, glaube ich nicht. Aber der USB-C-Port ist sowieso nicht so anfällig normalerweise. Ah, das wird super. Dann haben wir hier, ja, Seitenansicht, andere Seite. Ja, also nichts Weltbewegendes, aber. Jetzt kommen wir zu den Dingen, die DJI dazu schreibt. Und zwar sagen sie, also das ist jetzt Englisch, ich lese jetzt nicht Englisch vor. Also erlaubt hochqualitatives, also eine klare Stimme. Ich lese es doch Englisch vor. Supports 3.5 Microphone Audio Input, allowing High quality and clear vocal recording during high speed activities like motorcycling. Also spezifisch Motorradfahren. Und was Sie hier noch dazu schreiben, customized adapter attached to Osmo Action Series product for secure and stable audio connection. Das muss man noch testen. Also es besteht halt immer, wenn eine, so wie hier in diesem Bild, wenn etwas eingesteckt wird, aber nicht verschraubt werden kann. Moment. Da könnte ein Gewinde dran sein. Nee, da ist wahrscheinlich kein Gewinde dran. Ja, aber das wäre halt so eine Sache, ne? Solange man das nicht verschrauben kann. Es ist nie eine 100% sichere Verbindung. Aber es ist auf jeden Fall schon mal gut. Es wäre im Sichtfeld, je nachdem, wo man seine Kamera montiert hat. Und man könnte auf die Art eigentlich sofort sehen, wenn man ein Problem hat. Ne? Außerdem hat man ja den Balken, den grünen, auf der Rückseite von der Osmo Action 4. Oder, nee, bei der 3 gibt es das nicht. Da gibt es nur dieses kleine Symbol. Aber bei der 4 hat man diesen Balken. Aber ich komme gleich noch dazu, wieso ich denke, dass es bei der 3 nicht genau gleich funktionieren wird. Once installed, it supports audio input from a 3.5 mm mic for clear, high quality vocal recording, even in high speed sports, bla bla, like motorcycle racing. Also da reden wir von 300 km/h oder mehr. Das wäre sehr interessant. Das kann ich hier in der Schweiz nicht testen, dafür müsste ich das Land verlassen, aber ich kann zumindest mal sehen, was passiert. Also dafür bräuchte man eigentlich ein
eine Möglichkeit, den Gain runterzuschrauben, wenn der Ton lauter wird. Da bin ich mal gespannt. Also den Teil, den würde ich sehr gerne testen. The expanded Type-C Port can also be used for charging. Also mein Englisch ist eine Katastrophe, sorry. Also, wir können auch laden gleichzeitig, was sehr gut ist. Und jetzt kommen hier zwei Tipps, die finde ich sehr, sehr interessant. Also das mit dem gleichzeitig laden, das ist der Punkt, der bei der Osmo Action 3 wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Es sei denn, es gibt ein Update, was das freischaltet. Aber ich weiß gar nicht, ob die Osmo Action 3 die benötigten Bauteile integriert hat. Ob das nur von der Software beschränkt ist oder ob das... Also da muss es ja einen Handshake geben. Und diesen Handshake, den kann man zwar programmieren, aber dafür müssen die richtigen Bauteile drauf sein. Ja, das weiß ich nicht. War so ja nie angekündigt. Und scheinbar sollte es auch kein Update mehr für die Osmo Action 3 geben. Also wird wahrscheinlich nur der Audio-Teil funktionieren. Dann müsste man sich aber überlegen, was man mit dem jetzt offenen USB-C-Port macht. Ob man da ein Stopfen oder sowas dafür hat, der mit dabei ist. Weil ich habe jetzt hier, wenn wir da jetzt nochmal reingucken, man kann jetzt hier leider nicht sehen, was sonst noch alles dabei ist. Hier steht nur in the box Osmo Action 3 Audio Adapter, 3,5 mm Audio Adapter, einmal. Also hier steht nichts von einem Stopfen. Okay, die Tipps. The 3,5 mm Port only supports microphones, not headphones. Also es werden nur Mikrofone, keine Headsets unterstützt. Und das deutet darauf hin, dass wir einen also TRS, jetzt mache ich selber falsch, Tip, Ring, Sleeve, TRS Adapter haben. Und das bedeutet, dass wir ein Dual Motovlog Setup aufbauen können mit dem. Das heißt, es müsste Stereo sein, die ganze Geschichte. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Also das ist wirklich ein super Zeichen, dass wir nachher tatsächlich in Stereo aufnehmen können. Die ganzen Mikrofone, die alle diesen Stecker haben, mit so Splittern aufteilen, links, rechts und dann auch links, rechts aufnehmen und nachher nachträglich bearbeiten. Also der Punkt gefällt mir sehr gut. Der zweite, the expanded Type-C Port only supports charging when this 3,5 mm Port is in use with a microphone. Okay, also der Typ-C Port erlaubt nur das Laden, wenn das 3,5 mm Mikrofon angeschlossen ist. Ist mir nicht ganz klar, wieso. Wieso auf die Art, aber ich weiß jetzt schon, wo uns das helfen wird. Und zwar, wir haben ja diese Funktion, dass wir eine Kamera, die aus ist, so starten können. Ne? Und ich weiß, bei der Osmo Action 3, wenn man das gemacht hat und hat ein Mikrofon angeschlossen und startet, dann gab es immer am Anfang so ja, 2, 3 Sekunden vom Material, die man nicht brauchen kann, weil die Osmo Action 3 über die internen Mikros am Anfang aufnimmt und erst dann umschaltet. Bei der Osmo Action 4 ist das allerdings anders. Ich filme jetzt mit der, die kann ich jetzt nicht in der Hand halten. Da ist das anders. Wenn man einen Adapter hat, wo habe ich ihn? Also, wenn man solche Adapter hat, der eine hat jetzt hier einen 3,5 mm Stecker, das ist aber TRRS und dieser hat zwei USB-C-Stecker. Mit dem kann man jetzt zum Beispiel sowas hier realisieren und das einstecken und hier gleichzeitig laden. Und sobald hier ein Ladegerät angeschlossen ist, oder eine Powerbank, so wie ich das jetzt hier mache,
So, also sobald das Ganze so aufgebaut ist, na, Mikrofon mit dem Boya habe ich das getestet. Ich habe das mit keinem anderen Adapter getestet, obwohl doch habe ich. Ich habe das auch mit dem Hammer-Adapter getestet. So, sobald das so aufgebaut ist und ich permanente Stromversorgung zum Adapter habe und dann das Ganze in die Osmo Action 4 einspeise, nur dann, in dieser einen Situation, habe ich sofort, sobald ich hier auf diesen Knopf drücke, obwohl die Kamera vorher aus war, habe ich sofort Ton. Nur dann funktioniert das. Und ich denke, genau das wird hier nämlich auch passieren. Sobald man da Stromversorgung an das Ding anlegt, werden wir Ton haben. Und zwar sofort, instant. Ich hoffe, dass das so klappt. Na, ich sehe jetzt keinen Grund, wieso das nicht so klappen sollte. Beim Rest hier, ja, das habe ich schon vorgelesen, das Gewicht sind 50 Gramm. Das ist jetzt nicht besonders viel. Na, 50 Gramm wiegt das Teil hier etwa. Vielleicht, nee, das wiegt sogar ein bisschen weniger. Ich habe übrigens was Neues hier, das habt ihr schon gesehen jetzt gerade. Diese Tür, die klappt, also die Ulanzi OA16. Funktioniert nicht an der Osmo Action 4 übrigens. Ne? Also man müsste hier Anpassungen machen. Man müsste diesen Teil hier abfeilen. Weil hier bei der Osmo Action 3 geht das nicht ganz bis zum Rand. Also falls ihr die kauft, die OA16, dann passt die nicht an die Osmo Action 3. Ohne Nacharbeit. Und dann habe ich das hier noch dazu. Ein neues Teil OA19. Sehr interessant für Mikros. Na, jetzt kann ich das hier machen. Und hier dann ein Mikro anschrauben. Dann wird es hier keins. Aber es spielt keine Rolle. Ja, das haben ja schon andere gezeigt. Also das ist auf jeden Fall ein lustiges Teil. Kann ich empfehlen. Funktioniert sehr, sehr gut. Ich schweife ziemlich ab. Es geht eigentlich nur um diesen Adapter hier, den jetzt DJI released hat. Und ich freue mich darauf. Ich freue mich wirklich drauf, ne? Weil das Teil hier würde ich jetzt zum Beispiel im Helm unterbringen müssen. Dafür habe ich nicht wirklich viel Platz. Aber mit dem Teil, das muss man ja nicht im Helm unterbringen. Das ist an der Kamera dran, das macht diesen Port dicht. Und sobald man hier Geräte angeschlossen hat, ich meine, eine Wasserdichtigkeit hat man jetzt nicht wirklich, aber das funktioniert sicher ganz gut, weil was man hier auch sieht, dieser Port ist auch so ein bisschen vertieft. Vielleicht ist es sogar möglich, dass man das Kabel so weit reinsteckt, also den Stecker, den USB-C-Stecker. Dann würde das ziemlich gut abdichten. Und man könnte das ja mit Kit nachher noch ganz dicht machen. Also der Teil, den finde ich sehr interessant. Das werde ich auf jeden Fall testen. Dieses Teil, ich habe das schon reserviert. Ich werde benachrichtigt, ne, sobald das in Stock ist. Dieses Teil, das wäre auch cool gewesen, aber haben wir nicht. Und diesen Adapter hier, ne, weil das Ganze TRS ist, würde ich diesen Adapter hier, falls man ein TRRS-Mikro hat, TRRS-Mikro, also die Konstruktion, die ich vorhin hier aufgebaut habe, da ist genau das so mit dran. Also falls man jetzt das Rode SmartLav Plus hat und nicht das, wie heißt es? Go 2? Ich glaube, das heißt Rode Go 2. Ich gucke das nach, wenn es nicht so heißt, dann schreibe ich das unten dran. Dieses Mikro habe ich auf dem Motorrad getestet, im Helm. Und da ist speziell, ich habe keinen Adapter gefunden, mit dem das so richtig funktioniert. Und ich bin dem nachgegangen und, also das ist dieses Mikro, ne, falls ihr euch fragt. Das Mikro ist zu empfindlich auf Wind.
Wenn es eine starke Turbulenz im Helm gibt oder Wind direkt auf das Ding trifft, auch hier durch, oder eine Tür zuklappt beim im Auto einsteigen zum Beispiel, ich steige ins Auto ein, mache die Tür zu, dann übersteuert das. Und das liegt am Mikro, ne? Das gerät an seine Grenzen. Und das ist bei dem Smart Love Plus, deswegen empfehle ich das immer, ist das nicht so. Wir haben hier eine extrem kleine Kapsel, die ist, also, weiß nicht, die ist 3,5 mm oder so. Ich müsste die Werte raussuchen jetzt. Aber das spielt ja keine so große Rolle. Auf jeden Fall gibt es hier eine extrem kleine Kapsel, die fast gar nicht anfällig ist auf solche Sachen. Und das Teil hat mich noch nie enttäuscht. Ich hatte mit dem noch keinen Ausfall und ich habe selbst versucht, beide gleichzeitig in Betrieb zu haben. Ich habe ein kurzes Video. Ich werde das demnächst mal auch hochladen. Ich habe die zwei gegeneinander verglichen und dieses hier gewinnt immer auf dem Motorrad. Dieses gewinnt immer hier im Raum. Dafür braucht man dann halt diesen Adapter. Dieser Adapter sieht dann so aus. Na, den habe ich ja hier auch schon auf dem Bild. Und dann funktioniert die Geschichte auch mit einem Adapter, der eigentlich für TRS ist. Funktioniert super. Und ich würde auf jeden Fall diese Kombination vorschlagen. Es gibt das Go, also das ist die erste Variante hiervon, von dem hier. Das habe ich jetzt noch nicht bestellt. Das hat auch einen TRS-Stecker und die Kapsel von dem Smart Love Plus. Das weiß ich nicht, ob ich das noch testen werde, aber ich glaube, ich würde das dann. Ich suche es mal schnell raus, ob es das überhaupt noch gibt. Bla bla bla. Das hier, ah, das Lavalier 2. Also ich habe das, da ist es schon. Also dieses hier, das TRS, ist das Lavalier 2. Das ist das, was ich nicht so wirklich empfehlen kann. Das habe ich nicht so zum Laufen gebracht, wie ich das gerne hätte. So, und hier ist das Lavalier Go. Das würde ich wahrscheinlich jetzt kaufen. Aber das hat es auch diese Kapsel? Das sieht so flach aus. Nee, das ist überall rund. Ja, also ich würde das Lavalier Go kaufen. Genau das hier. Für den neuen Adapter von DJI. Den DJI im Forum auch mit 3 ankündigt. Hier. Hi, the Action 3 and 4 Audio Adapter is released. Also DJI, ich kann das nicht lesen. Er sagt, es ist für beides. Verlinkt das Ganze und dann landen wir hier. 45 € ist durchaus ein Preis, den man dafür bezahlen sollte. Weil wenn ich hier überlege, meine ganzen Experimente, die haben mich mehr gekostet, als die Osmo Action 4 wert ist. Das wäre ja etwas, was genau dasselbe kann, wenn ich das hier anschaue. Dieser Adapter hier, der kostet schon 45 €. Dann kommt der Boya BYK4, der kostet auch nochmal hier in der Schweiz, was habe ich, 35 € etwa gezahlt, plus minus. Dann haben wir den hier nochmal, das sind auch nochmal 12, 13 €. Und dann haben wir das Mikro, was 60 € kostet. Ne? Also dieser Part, allein der Part hier, da sind wir ja schon beim Doppelten von dem. Also kaufen. Einfach kaufen oder abwarten, bis ich getestet habe und wenn ich nichts finde, was irgendwie kritisch ist, dann kaufen. Aber ich gehe davon aus, dass diese Geschichte perfekt funktioniert. Vielleicht nicht perfekt, es gibt immer irgendein Problem. Aber ich gehe davon aus, dass diese Geschichte funktioniert. Bei der Action 4. Bei der 3 glaube ich nicht, dass es lädt. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich werde das ausprobieren für die, die nicht umsteigen wollen von der Action 3 auf die 4. Und dann könnt ihr auf das Video warten, sobald ich das Teil bekommen habe. Aber das ist cool, ich freue mich. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.